Bild TV, wo Journalistenkarrieren zum Sterben hingehen. Seit über einem halben Jahr erfreut uns Bild TV mit qualitativer Unterhaltung, wie hier zwischen Sandra Kuhn und Thomas Kausch. Dieser Klassiker, der früher bei jedem Italiener lief, weißt du noch? Più bella cosa vita. Ich lass es. Alina, bitte. Danach hat Thomas Kausch beschlossen, den vor der Sendung Rapper nicht mehr zu teilen. Und der Gesang, der muss ihr ja nicht mal peinlich sein, denn gesehen haben das sowieso kaum Leute. Es läuft nicht so richtig bei Bild TV. Und der Sender verwirrt uns auch noch geradezu. 23.15 Uhr, Viertel nach 8. Wie Bild TV vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind der Bild geworden ist und was wir mit dem Sorgerecht machen würden. Im August 2021 hat die Bild ihren TV-Sender gestartet. Und zwar mit einer Kampfansage der Redaktion. Wir müssen denen zeigen, wie wir sind. Schnell, mutig, unbeugsam und Paul natürlich live. Live, live, live. Na, 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 na. Ein eigener Nachrichtensender. Bam! Die Powermarke Bild im TV. Bam! Die Konkurrenz platt machen. Bam, bam, bam! Allerdings... Nachrichtensender wie Welt und NTV hatten 2021 eine durchschnittliche Quote von 1,2%. Bild TV hat eine durchschnittliche Quote von 0,1%. Bild TV hat also weniger Quote als ich Haare. Und beides ist am Arsch. Aber dann ist mir eine Sache aufgefallen. Bild TV greift in einer bestimmten Zielgruppe regelmäßig 15% ab. Nämlich in unserer Redaktion. Genauer gesagt Philipp und Markus. 12.30 Uhr, Mittagspause. Jetzt müssen wir die beiden eigentlich in ihrer natürlichen Umgebung sehen. Warum macht denn Alina das Vibrator? Ich bin crazy singing! Wow. Der ist aggressiv. Ja, ein wichtiger Grund für den Start von Bild TV. Bildchef Julian Reichelt fand es nicht hinnehmbar, dass die größte Medienmarke in Deutschland vom größten Werbekuchen in Deutschland nichts hat. Deshalb Angriff auf den Werbekuchen mit News und Meinung. Ich weiß, dass dieser Satz jetzt einen gewissen Pathos beinhaltet. Aber wer für die Impfpflicht ist, ist gegen die Freiheit. Ja, das erscheint mir doch ein ganz kleines bisschen verkürzt vielleicht. Ja, bisher gibt's vom Kuchen nix ab. Das reicht gerade mal für ein Reklame-Quarkbällchen. Denn für Werbekunden wird ein Sender erst ab einem Durchschnitt von 0,5% interessant. Also, warum klappt es nicht mit der Gesamtzielgruppe? Ja, also Bild TV hat schon echt viele Fehler. Ja, aber also nicht nur konzeptionell, sondern auch wirklich handwerklich. Bin ich auf Sendung? Wir sind live auf Sendung. Und wir wollen von Ihnen ein paar Einblicke in das Knastleben gerne erfahren. Herr Mieling. Oh, jetzt ist er weg. Das ist eine andere Welt. Und warum schaut ihr es dann? Also, Bild und Springer, das ist ja immer das Übermächtige, das Böse, die Bedrohung. Hier Feldzüge, Kampagnen. Ja, und Bild TV kommt da und baut Scheiße. Das ist so erleichternd. Ja, es ist praktisch, es ist ein Comical Relief gegenüber der Bild, denn die Bild baut Mist. Ja, und wir schauen es ja jetzt nicht total unkritisch. Um es nämlich mal mit Bild zu sagen. Wir kommen zum Kritisieren und nicht zum Applaudieren. Also, legen wir mal mit geballtem Fachwissen los. Warum tut sich Bild TV beim normalen Zuschauer so schwer und was läuft da schief? Nun, was als erstes auffällt... Der große Chef ist weg. Julian Reichelt, Chef der Bild und treibende Kraft hinter Bild TV. Er hat dafür gebrannt. Es war praktisch sein Kind. Doch dann letztes Jahr, Ende Oktober in der 20-Uhr-Tagesschau... Der langjährige Chefredakteur der Bild-Zeitung Julian Reichelt muss seinen Posten räumen. Dabei ging es um Machtmissbrauch und interne Liebschaften. Das Doofe für Bild TV, Julian Reichelt war Bild TV. Der Sender, die Haltung, die Formate. Und nicht nur das. Julian Reichelt, der Mann, der Bild Live erfunden hat. Der Mann, der Viertel nach Acht erfunden hat. Er hat nicht nur viele der Sendungen erfunden. Es ging auch um seine Meinung. Der Sender war Reichelts Sprachrohr. Ich schlage vor, den Freiheitstag der Deutschen, den 3. Oktober, an dem alle Maßnahmen fallen. Er war die treibende Kraft, um den Sender voranzubringen. Angetrieben von einem geradezu pathologischen Eifer, Inhalte für den kleinen Mann zu machen. Herzlich willkommen bei Hier spricht das Volk, der ersten Talkshow, bei der ganz normale Menschen wie Sie zu Wort kommen. Seiner Meinung nach eine Marktlücke, ein Gegenpol zu den Talkshows voller Experten. Endlich ganz normale Leute. Klima, ein wichtiges Thema. Keine Frage, wir kriegen das ja in den letzten Jahren oft genug zu Ohren und in den Medien sowieso. Aber was in den letzten Monaten passiert, ist einfach, das kotzt mich nur noch an. So kritisch man Julian Reichelt sehen muss,
Er hatte halt echt eine Vision und hätte das garantiert durchgezogen. Aber bevor er mit Bild TV überhaupt richtig loslegen konnte, war er weg vom Fenster. Und seine Nachfolger müssen jetzt wohl erstmal den zwischenmenschlichen Verhau aufräumen, den er hinterlassen hat. Da bleibt wenig Zeit für Ausbau. Aber das wäre nötig, denn es läuft wenig Bild bei Bild TV. Wenn du einen neuen Sender etablieren willst, dann muss dem Zuschauer klar sein, wie der Sender sich von anderen Sendern unterscheidet. Denn warum soll ich sonst da einschalten? Schauen wir mal auf das Bild-TV-Programm. Türkis ist das eigene Programm von 9 bis 14 Uhr Bild live und am Abend dann nach 22 Uhr Sendungen wie Viertel nach 8 und Achtung Fahndung. Der Rest, das sind aber hauptsächlich eingekaufte Dokus. So viel Geld mit fremdem Content verdienen sonst nur Reaction-YouTuber. Das Problem: die Art der eingekauften Ware. Die Primetime bei Bild. 19.30 Uhr, Worldwide Wetter. Danach 60 Days In. Und dann noch eine Folge 60 Days In. Sowas könnte überall laufen. Das könnte D-Max sein, Welt, NTV, ProSieben Max. Ich meine, eine Doku über einen US-Knast mit englischem Titel zur Primetime. So baut man doch nicht eine eigene Bildmarke auf. Nur die Live-Sendung von 9 bis 14 Uhr, die ist zu 100% Bild. Der Ballermann kommt und Brummy Brian auch. Okay, das war schon mal richtig schön scheiße. Ich bin Brummy Brian. Ja, da kann man jetzt inhaltlich zu stehen, wie man will, aber das ist echter Bild-Content. Doch Problem. Hier läuft der Beitrag um 12.53 Uhr. Dann wieder um 13.36 Uhr. Und dann noch einmal um 14.36 Uhr, das war innerhalb von 2 Stunden, dreimal. Selbst in ihren Eigenproduktionen wiederholen sie ohne Ende. Nur eine Sache läuft gefühlt bei Bild TV noch öfter. Diese Lotteriewerbung mit Kai Pflaume, die die Frage aufwirft, die Schecks schauen nach vorne beim Rausziehen. Was ist da hinten drauf? Wir glauben ein Nacktfoto von Kai Pflaume. Schaut mal auf die Reaktion. Seien auch Sie dabei, wenn Ihr Postcode gezogen wird. Ach. Melden Sie sich noch heute an und seien Sie schon bei der nächsten Ziehung dabei. Die tägliche Live-Sendung zeigt übrigens exemplarisch ein weiteres Problem. Denn Bild TV hat ein Zielgruppenproblem. Zum Start war der Anspruch klar. Ihr erinnert euch noch, Julian Reichelt mit Live, 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 Live. Das Ziel vom Sender Bild TV wollte Deutschlands News-Sender sein. Und ja, das ist Bild TV auch. Es werden knallharte politische Interviews geführt. Das eine ist die Wirtschaft, das andere ist ein potenzieller militärischer Konflikt. Das beides hat miteinander nichts zu tun. Ist das so? Stimmt das? Well, ja, das ist tatsächlich Journalismus. Und dann die vielen Bildreporter. Die sind direkt vor Ort und berichten aus erster Hand. Thomas, ich bin an einem Frontdorf Adjewka und bis gerade eben hat man hier Artilleriebeschuss gehört. Das könnte doch auch was für den an ernsten Nachrichten interessierten Zuschauer sein. Allerdings, Ihr Kassenschlager ist ja eigentlich Smells Like Vagina. Das ist eine Kerze, die nach dem weiblichen Genitalbereich riechen soll. Dieser Themenmix innerhalb von Bild Live, der ist extrem. Berichterstattung zum Dschungelcamp, Amoklauf in Heidelberg oder eben Weltpolitik. In der Zeitung und online ist das ja erfolgreich, aber da kann ich den Teil auch überspringen, der mich nicht interessiert. Doch im TV, da muss ich durch dieses breite, polarisierende und bei Bild Live echt extreme Themenspektrum durch. Und der Zuschauer weiß auch nicht, wann was in der 6-Stunden-Wundertüte-Live-Sendung vorkommt. Da schaltet man halt ab. Das bringt uns zum Dilemma: Bild bekommt seine Stärken nicht ins TV. Die Bild hat immer den Anspruch, schnell, pointiert und möglichst kompakt Schlagzeilen und Stories zu liefern. Das hat schon mit der Zeitung geklappt. Wir sind Papst! Das Prinzip hat die Website gut übernommen. Schnell und auf den Punkt. Hier ein Bild-Plus-Artikel zum Amoklauf in Heidelberg. Der Amokläufer von Heidelberg, seine letzte Nachricht. Frau stirbt nach Kopfschuss, Täter richtet sich selbst, Waffen kaufte er im Ausland. Alle wichtigen Infos habe ich da, ohne weiterlesen zu müssen. Aber auch der Artikel an sich fasst sich wirklich kurz. Hier, ohne Bilder in einer normalen Schriftart sind das 2 Seiten Text. Und dabei geht es auf den 2 Seiten nicht mal mehr um die Tat selbst, sondern um eine Hilfsorganisation und wie die Politik auf den Amoklauf reagiert. Das Problem bei Live-TV, wenn Leute miteinander reden, dann geht das nie so kompakt und auf den Punkt wie bei Print. Hast du dazu neue Informationen? Nein, darüber könnte man nur spekulieren. Warum es diese Vermutung gibt, ist eben, dass er, aber dort könnte man jetzt nur spekulieren, da muss man die Ermittlungen der Polizei abwarten. Waren die Sicherheitsvorkehrungen an der Universität denn deiner Meinung nach auch ausreichend oder gibt es da Verbesserungsbedarf?
Ich kann das schwer beurteilen, ich bin kein Experte. Was für ein ausladendes Gelaber. Gut, erstens, es füllt Sendezeit und zweitens, Julian Reichelt hat gesagt, wir erzählen nicht im oder fürs Fernsehen, wir erzählen live. Das ist unser USP. Ja, das erscheint mir doch ein ganz kleines bisschen verkürzt vielleicht. Ja, genau, denn raus kommt meistens langweiliges Gelaber und eben keine spannende Erzählung auf den Punkt. Das Lustige, der Bild-TV-Content ist eigentlich ziemlich beliebt, nur eben online. Die YouTube-Abos der Bild sind seit der Bewegtbild-Offensive auf über 1 Million geklettert. Auch bei Bild Plus, also dem Vollzugang zu Bild.de, steigen die Abos, als wir das letzte Mal nachgesehen haben, auf fast 600.000. Das Problem von Bild.TV ist also nicht, dass keiner die Inhalte sehen will, wie auch immer man dazu steht. Das Problem ist, dass sie keiner in dieser Form im Fernsehen sehen will, außer ein paar Verrückten. Oder habt ihr schon mal Bild.TV gesehen? Zumindest. Zum Kritisieren und nicht zum Applaudieren. Kritisieren, applaudieren, abonnieren, bäm, das solltet ihr machen. Und die Glocke drücken, bäm. Oder hier eins von den Videos anschauen, bäm, bäm. Ja, oder ihr schreibt einen differenzierten Kommentar, bäm. Ja, lasst die Zahlen wachsen.